Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LB hindran. Wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles Eskalation. In der letzten Episode haben wir endlich die Rapa-Wasser für Kunio abgefunden und ein paar andere Quests angefangen. Ja. Und heute wollen wir damit weitermachen, indem wir einen Botanikexperten aufsuchen. Botanikexperten? Oh. Na, scheinbar ist hier kein Botanikexperte. Aber vielleicht unter uns. Und hepp. Oh. Sicht ist seltsam, es ist schön. Oh. Okay. Hm, da haben wir jemanden. Montbarak. Hallo, hallo, hallo. Hm, aha, aha. Dann ist das also ebenfalls eine Pflanze von der Erde. Faszinierend. Dürfte ich sie abschlagen und mit nach Hause nehmen? Sie wäre für meine Forschung von großem Nutzen. Bäume Gemeingut sind und nicht einfach mitgenommen werden dürfen. Man kann Bäume nicht einfach mitnehmen, ne? Ihr behandelt Organismen wie diesen als Eigentum aller? Ihr Menschen seid in der Tat genauso seltsam, wie es mir von Anfang an erschien. Nun gut, ich nehme an, als Bewohner von LLA müssen auch wir uns an eure Redner. Ja, bist du Botaniker, though? In der Tat, mein Spezialgebiet sind tiefenbiologische Analysen sowie die Vermehrung von Pflanzen. Und wer bist du? Aha, verstehe. Du suchst nach Informationen darüber, wie eine Baumart auf Myra angesiedelt werden kann, die von den Prone auf den Planeten gebracht wurde. Nun, kurz gesagt, fast jede Baumart wächst, wenn man mit Knorrenzweigsaft düngt. Zu finden, ganz im Norden des Noctidums, genauer gesagt am Gottkehlchen. Nein, nein, das ist der creepige, spookige Ort. Faust. Ich bin nun selbst sehr neugierig auf diesen großen Baum, wie du ihn nennst. Auch mein Ufer wallt und wogt. Nun, so sei es denn. Ich möchte diese Prone-Frau gerne kennenlernen. Oh oh. Okay, wir müssen aber zuerst, glaube ich, noch mit irgendjemandem reden, damit hier zu keiner Katastrophe kommt. Holy shit. Wow, überall Bäume. Wie gut ist das denn? Oh, das finde ich super. Oh. Oh, oh. Hallo? Ist alles in Ordnung? Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass ich gewartet habe. Du bist doch diejenige, der man jede noch so schwere Aufgabe anvertrauen kann, nicht wahr? Andere Einwohner sprachen von deinem Heldenmut. Ja, das bin ich. Ich tue, was Elmer stolz machen würde. In jüngster Zeit fällt es mir schwer, mein Ova zu interpretieren. Es versucht mir etwas mitzuteilen, doch ich begreife nicht was. Eine äußerst missliche Lage. Ob sich dabei ein Problem hat, das auch öfter vorkommt. Weißt du denn, warum das so ist? Hm, nun ja, es begann kurz nachdem ich mich in NLA niedergelassen hatte. Eventuell ist die Ursache hier zu suchen. Allerdings bin ich von einer präzisen Diagnose noch weit entfernt. Ich beabsichtige, mich versuchsweise einer bestimmten Therapie zu unterziehen. Sie beinhaltet die Verabreichung von Lumenoa-Blättern, einem iranischen Heilkraut. Auf diese Methode bin ich in einer Datenbank aufmerksam geworden, als ich noch als Forscher für die Gangien tätig war. Darf ich dich bitten, jenes Heilkraut für mich ausfindig zu machen und zu ernten? Nun, Selig, fühlt sich nicht gut. Von Island von Zuo in Kaudos, oh Gott. Merkwürdige Beschwerden. Nö, machen wir später. Meinen Recherchen zufolge kann es auf dem Island von Zuo gefunden werden, in Kaudros. Ich bin zuversichtlich, dass du diesen Auftrag zu meiner vollsten Zufriedenheit erfüllen wirst. Ergebensten Dank. Ja, kein Ding. Wir machen gerne. Wir helfen gerne. Wir helfen immer. Immer und jederzeit. Oh, noch eine Sidequest. Heute regnet es ja Sidequest förmlich. Wow. Wunderbar. So. Listen. Gut, gut, gut. Ja, sobald man dann halt eine neue Spezies hat, dann schaltet man natürlich neue Quests frei. Ist ja so. Hallo, hallo, hallo. Oh, wieder so eine cutscene-ige Sache. Lexa ist so klein, holy shit. Warte, bitte hilf mir! Mein Gorkwa ist kaputt!
Murren. Hä, was soll das sein? Erkundige dich höflich, ob dies ein Problem. Murren? Nachfrage, kommen Sie höflich. Könntest du beschließen, deine Atemorgane nicht mehr zu benutzen? Kein Einatmen mehr und kein Ausatmen? Das wäre für dich unmöglich, oder nicht? Naja, für 30 Sekunden vielleicht wäre es möglich, aber mir auch nicht. Mein Gaukfer ist mein Stab. Es ist für mich so wichtig wie für dich deine Lunge. Für Sarubogan ist das Entvulkanisieren so essentiell wie für euch das Atmen. Ich kann absolut nicht erlauben, dass ein anderer Sarubogan meinen Gaukfer anfasst. Das wäre. Nein, ich weigere mich. Wenn er allerdings nicht repariert wird, dann kann ich nicht entvulkanisieren. Und wenn ich nicht entvulkanisieren kann, dann ist das mein Todesurteil. Ich habe beschlossen, dass ich es tolerieren könnte, wenn ein Manon meinen Gorg veranfasst. Aber nur kurz. Und nur, wenn er ihn wirklich reparieren kann. Du bist der erste Nicht-Saruboganer, mit dem ich hier spreche und mein Herz schlägt schnell. Ich kriege kaum Luft. Mir ist schwindelig. Nicht umfallen, ja? Ah, ich ertrage es nicht mehr. Ich übergebe dir meinen Gorg, den ich mehr schätze als das Leben. Du musst ihn zu einem Manon bringen. Holy fuck. Troylens Gorkwa ist kaputt. Lass sie ihn reparieren und hole dazu Hilfe von dem Manon. Okay, klar. Machen wir das jetzt. Gut. Oh, danke. Es schmerzt mich zutiefst, meinen kostbaren Gorkwa aus der Hand zu geben, aber ich überlasse ihn deiner Obhut. Der Manon, den du zwecks der Reparatur ansprichst, muss heißt Luladu. Ich habe gehört, dass er sich sehr für saruboganische Technologie interessiert. Ich hoffe, dass er mir wird helfen können. Puh, ich glaube, so lange am Stück habe ich noch nie mit jemandem gesprochen. Es löst bei mir eine, wie soll ich sagen, genüssliche Beklemmung aus. Also wenn ich mit Leuten reden muss, ist die Beklemmung nicht genüsslich, aber gut. Das ist beklemmend. Das ist eine beklemmende Beklemmung. Ja, ja. Anxiety, ho. So. Also gut. Jetzt sind wir in welchem Teil des Schiffs? Im obigen Teil. Vielleicht sind hier an Steuerbord noch ein paar neue Missionen? Und ansonsten werden wir. Scheinbar nicht. Scheinbar gibt es hier noch nichts. Na gut. Dann wollen wir mal ins Industriegebiet. Und in der Nähe von Professor B's Labor hält sich diese Manon auf. Oh, so viele neue Quests, Leute, das ist so toll. Und ja, wir werden jede Quest machen. Deshalb wird das Projekt auch richtig lang. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Reclaimer. Oh, hallo, was machst du denn hier? Luladu. Lalala. Ja, oder? Irgendwas muss es hier doch geben, ja? Irgendein Stimulus für mich? Nein? Auftrag anbieten. Wer? Treulein, ein Saruboganer? Er möchte meinen Dienst in Anspruch nehmen und er hat nach mir persönlich gefragt. Was für eine Ehre, oder? Oh ja, zeig, dass hier etwas repariert werden muss. Schnell, schnell, zeig es mir. Nun zeig es mir schon. Gerät in Form eines Stabs. Das ist also ein Gorkfer, ja? Ich habe Sarubogana schon mit so etwas gesehen. Aber nie hätte ich gedacht, dass ich es eines Tages mal selber. Also, weißt du? Die Form. Außergewöhnlich. Überwältigend, oder? Eieiei. Ich kann meine Neugier kaum beherrschen. Kannst du? Ja, du kannst? Na gut. Nur einen kleinen Moment, ja? Ich muss mir das näher anschauen. Mal sehen, ob ich den Fehler erkennen kann. In Ordnung? Ich find's lustig, dass ein Sarubogana seinen Stab nicht reparieren kann, aber gut. Tja, also, die Materialien, die ich zur Hand habe, werden leider nicht das Richtige sein, oder? Denn ich werde ja einen Hochleistungssensor und einen makellosen Schneidezahn benötigen, nicht wahr? Oh Gott. Also, ich möchte dir ja keine Umstände behalten, aber ob du die fehlenden Teile vielleicht besorgen könntest? Ich war unterdessen hier und spiele mit, ich meine natürlich, ich bereite den Gorkbar vor für die Reparaturen, ja? Erbeute. Oh, erbeuten ist gut. Erbeuten heißt nämlich, ich kann einfach ins Blade-Quartier. Und dort einfach mal sagen, jau, guck mal, ich kauf's mir einfach.
Wenn wir schon hier sind, kann ich ja noch die anderen Sachen besorgen, die wir für Quests benötigen. Also wir brauchen einen Hochleistungssensor. Und wir brauchen... Okay, werde ich mir das merken können? Nein. Das können wir nicht holen. Das können wir auch immer. Alte Zündkerze. Neue Zylinder. Okay. Alte Zündkerze, neue Zylinder. Alte Zündkerze, neue Zylinder. Alte Zündkerze, neue Zylinder. Alte Zündkerze. Neue Zylinder. Neue Zylinder, neue Zylinder. Neue Zylinder. Drei, glaube ich, oder? Ich hoffe, sie jedenfalls. Hochleistungssensor. Hochleistungssensor. Meine Erinnerung ist nicht unbedingt die beste. So. Oh, ich habe nur zwei gebraucht. Ups. Na, was soll's. Falls ich das mal brauche, können wir so ein eintauschen. So. Zurück zu Luladu. Bless ist nie ein Such-Such-Item, sondern halt so ein Erbeute-Item. Und Bless, dass es diese Option gibt. Holy shit, das ist nämlich extrem praktisch, solange man die Tickets kriegt. Die Visionsbelohnungstickets. Davon habe ich ja noch ein paar. So. Hey. Hey Luladu, ich hab's. Oh nee, die gibt's nicht. Oh, meine Zeit ist um, oder? Ja, wirklich? Schade, zu schade. Na gut, dann fangen wir jetzt mit der Reparatur an, nicht wahr? Hier, den Hochleistungssensor und der makellose Schweiz. Ja, damit sollte es klappen. Einen kleinen Moment bitte, ja? Fertig, je länger ich mir den Gorfer ansehe, umso zauberhafter erscheint er mir, findest du nicht auch? Ein Hoch auf die Technologie der Sarubogana. Sage Lulabu, dass auch du ganz ergriffen bist. Ein Hoch auf Luladu. Sag dem Mara seine Fähigkeit, die sehr beeindrucken. Doch, doch. Und ich dachte, diese Gorkma-Stäbe wären gar keine Technologie im eigentlichen Sinne. Die Sarubogana sind ein wahnsinnig mysteriöses Volk, nicht wahr? Man könnte sagen, sie sind meine neueste Obsession. Ja, das sind sie. Ja, aber ich will dich nicht aufhalten. Träulein wartet bestimmt schon auf dich, oder? Bitte gib ihm seinen Stab mit den besten Grüßen von mir zurück, ja? Denn er hat ja gesagt, dass er seinen Gorkma mehr schätzt als das Leben, nicht wahr? Das hat er doch. Ja, dann solltest du dich vermutlich beeilen. Renn! Renn! Renn, Forrest! Ich war irgendwo aufgeschnappt. Ich wollte es schon immer sagen. Aber geh jetzt, lieber. Wo ist er denn da oben? Hoffentlich lebt er noch. Das ist ja noch peinlich, wenn er... Hey. Ist halt... Ne? So. Also die Forfianerin da, die schmeichelt mir. Ganz im Ernst. So. Wollen wir mal. Hey, Troilin. Hier. Ich hab deinen Stab. Dein Gorkwa. Du lebst doch noch, oder? Boah. Ohne mein Gorkwa zu sein, macht mich doch viel nervöser als ursprünglich angenommen. Warum ist er nicht eigentlich mitgekommen? Und nicht davon, diese volatilisieren zu können, macht mich zusätzlich ganz kirre. Oh, du bist es. Hast du ihn, ist er repariert? Ja, ja. Er ist ein reparierter Gorkwa. So. Fantastisch. Und er ist sogar noch schöner als am Tag, den ich ihn entgegennahm. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich muss dringend was entvultanisieren. Huch. Ich kann die Verbindung zu meinem Rucksack gar nicht herstellen. Oh oh. Das hat sonst immer einwandfrei funktioniert. Was kann denn da los sein? Oh oh.
Äußere die Vermutung, dass der Schaft vielleicht nicht richtig repariert wurde. Vielleicht war da was? Das könnte sein. Aber kam dir Luladu so vor, als wüsste er nicht, was er tut? Als würde er etwas kaputt machen, was er reparieren soll? Nein, auch nicht. Am besten frage ich ihn persönlich. Es macht dir doch nichts aus, mich zu begleiten, oder? Nee. Lieber dabei sein, als das Ding eskaliert, sag ich mal. Eine Fälschung. Ja. Aus Neugierde so Dinge machen. Die Mahnung, die Mahnung. So. Dann wollen wir mal. Hey. Wo ist er denn? Hoffentlich ist er da. Lass mich an, das ist wie über ganz NLA jagen oder sowas. Na gut, einen Schluck darauf. Luladu scheint nicht hier zu sein. Dafür aber Tyromühl. Ei, Treulen. Wolltest du was von Luladu? Ich wollte ihn wegen meines Gorkwa fragen. Weißt du, wo er ist? Kaldos. Er fragte mich, wo er eine Menge Vultan besorgen könne. Ich habe ihn dorthin geschickt. Dann hat er also wirklich meinen Gorkwa gestohlen. Ich bin mir nicht sicher, wessen Gorkwa es war, aber er hatte einen dabei. Das ist richtig. Er war ganz aufgeregt, konnte es kaum erwarten, Testdaten draufzuspielen, wie er sagte. Er hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, als ich hier losging. Mit der kurzen Zeit hat er den Job also nicht nur repariert, sondern auch eine Replik angefertigt, die er mir dann zurückgegeben hat. Warum ist er nicht aufgehalten? Nun, er hat mir einen riesigen Berg Vultan versprochen, wenn ich für ihn auf den Laden aufpasse. Dennoch, du hättest ihn aufhalten müssen. Wenn ein Gorkwa ohne den dazugehörigen Rucksack benutzt, gelangt das Vultan direkt in den Körper des Trägers. Oh. Oh. Es wäre unverzeihlich, wenn ein Bahnhof durch unsere Schuld am Le ums Leben kommen würde. Ich finde es so gut. Der Typ hat ihn schließlich den Stab geklaut und er macht sich Sorgen um den Typen. Also, jau. Respekt. Meiner Einschätzung nach schien er mir schlau genug, einen Rucksack zu tragen wie wir. Was um alles in der Welt verleitet dich zu einer derart schwachsinnigen Annahme? Kaudros, du hast ihn also zum Weißen Phosphorsee geschickt, ja? Oh nein. Sofort erraten. Nicht schlecht. Wir dürfen keine Sekunde mehr verschwenden. Müssen Lula, du aufhalten, meinen echten Gorkwa zurückholen. Ich überlasse dir die Sache, Charu. Ich weiß, du kannst es schaffen. Oh oh. So viel zu wir. That's ass. Jo. Oh, wir haben wieder Miranium. Ich müsste tanken. Verdammt. Na gut. Auf zum Blade-Quartier und dann auf nach Kaldros. Ihr müsst nämlich wirklich tanken. Und ich jetzt schon Miranium da habe. Ich habe es nämlich mittlerweile schon investiert und jetzt sind drei Firmen schon mittlerweile auf dem Max-Level. Level 5. Das ist super. Geldgarage. Bam, 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 bam. Auftanken. So. Die Serververbindungen sind heute schon richtig instabil. Das ist schon mal das vierte Mal. Das ist nicht gut. Davor ist reichen. Und noch Hopes am Lukias auftanken. Meiner hat ja noch Sprit. Oder wer meiner noch Sprit? Jo. Sollte ja fast reichen. Und halte Lula du auf. Machen wir das jetzt? Ja, komm, machen wir. Zu dem Knotenpunkt. Und Schnellreise. Jo. Wir müssen aber vorsichtig sein, weil dort ist ja nur Tyrannen und wir sollten am besten nicht irgendwelche Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ah ja. Hoffentlich können wir ihn retten, though. Menü steht derzeit nicht zur Verfügung. Lass mich doch bitte sprechen, danke. Bestätigen. So. Kaldros haben wir mittlerweile sogar zu 13,82% erforscht.
Das ist super. Ein absoluter Anhieb. Ach, jetzt bin ich zwar auf Anhieb. Mhm, ich sehe schon, Spiel. Ich sehe. So. Soll ich aber vorsichtig hier rumeiern. Wenn nicht, dass uns noch irgendwas passiert. Das wäre nicht so gut. So, aber interessant, interessant ist mit Vultan. Ich muss schon sagen, ich finde das wirklich, wirklich äußerst cool. So, den Bogen nicht umwerfen. Schau mal, hat jemand den Bogen umgeworfen. Wir kämpfen jetzt nicht gegen den Bogen. So. Ja. Ah, da unten ist der. Jo. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das Endvultanisiert so sehr weh tut. So sehr. Es tut so weh. Ich glaube, ich halluziniere. Oh, Oma, bist du das? Mir wird ganz anders. Ich fühle mich so neu, doch so schrecklich. Überall Trugbilder, oder? Ich sehe Charo, oder? Nimm Lula, die Mangel schießt, hat er dich angelogen. Frage Lula, du warst neu. Nein, komm, wir helfen. Ich kann es nicht hören, nicht verstehen. Was sagt Charo? Spricht sie? Alles erscheint so klar, so klar, findest du nicht? Ich hab Trollen angelogen. Sein Gorkwa, ich hab ihn ausgetauscht. So dumm, so dumm von mir. Nie wieder, weißt du? Okay, gut. Okay, du hast den bewusstlosen Leute gerettet und Trollen Gorkwa zurückgehalten. Er ist nur bewusstlos. Okay. So. Und jetzt geht's zurück. Ich mag das Gebiet nicht, das ist creepy. So. Weil die Musik in Kaldros ist richtig, richtig so Endmucke. Na, ist das ja, es ist ja das letzte Gebiet und so. Apropos, für Mia müssen wir Kaldros zu 65% erforschen. Krass, oder? Oh, so lustig. Oh, das heißt, wir müssen 65% der Sektoren quasi erforschen. Das heißt, wir müssen ziemlich viele böse Tyrannen umhauen. So. Hey, Troilon. Kann er ihn eigentlich entvultanisieren? Entvultanisieren! Muss entvultanisieren! Oh, ist das ein Test? Er legt mir Gold Bogger diese Prüfung auf! Moment mal, was? Ah, ich höre hier Spuren von Vultan. Kannst du ihn retten? Hier ist ein richtiger Gorkwa. Mein Gorkwa, du bist zu mir zurückgekehrt. Ich lass dich nie wieder allein. Wie er sich freut. Lula, du siehst erschöpft aus. Aber seinen Symptomen nach zu urteilen, bin ich mir sicher, dass ihn außer ein bisschen Bettruhe nichts fehlt. Ich bin froh, dass hier nichts Ernsthaftes passiert ist. Wenn ein Mano durch eben jedes Vultan umgekommen wäre, das unser Leben erst ermöglicht, das wäre sehr, sehr tragisch gewesen. Er muss wirklich verzweifelt gewesen sein, dass er sich für das Vultan in solche Gefahr begeben hat. Wenn es ihm wieder besser geht, vielleicht sollte ich mich dann mal ausführlich mit ihm unterhalten. Ja, bitte tu das. Du hast den Gorkwa zurückgebracht, Lula ist ebenfalls wohl auf. Sehr gut. Oh Gott. In der Zwischenzeit werde ich mir ein bisschen wohlverdientes Vultan zu Gemüte führen. Ich kann es kaum erwarten. What? Who's getting stronger? Oh, Fog, super. Ja gut, und wieder sind 25 Minuten fast um. Also Leute, was machen wir beim nächsten Mal? Missionen. Machen wir. Retten wir ihn. So. Also gut, beim nächsten Mal werden wir ein paar weitere Sarubo. Hey, warum ist das ein Ausrufezeichen? Aha, stimmt. Ein paar weitere Sarubogana-Aufgaben machen und so weiter und so fort. Also, ich danke euch fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.